Es ist Frühling und die letzten Design-Updates sowohl hier auf dem Kanal als auch auf meinem Blog sind schon eine Weile her. Zeit, das Ganze jetzt mal ein bisschen zu ändern. Ja, das waren die letzten Handgriffe. Damit dann willkommen zu einem Vlog-Update-Video hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, ihr seht vielleicht schon, der ist ein bisschen umgestaltet, passend zum morgigen Blog-Geburtstag. Und nicht nur hier auf dem Kanal hat sich ein bisschen was getan, sondern eben auch dort auf dem Blog. Denn das dort vorherrschende Design gab es schon seit, ja, ich glaube, Mitte 2013. Das ist dann doch schon ein bisschen alt und seitdem hat sich natürlich in der Designlandschaft viel getan. Also wird es dann auch mal Zeit, das Ganze ein bisschen, ja, auf einen neueren Stand zu bringen, ein bisschen angenehmer zu gestalten, ein bisschen was rauszuschmeißen, was kein Mensch mehr wirklich braucht. Ich glaube, ich habe 2016 irgendwann damit angefangen mit dem Design. Ja, wenn man das Ganze nur nebenbei macht, dann zieht sich das alles doch ganz schön in die Länge. Ja, wie gesagt, ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen strukturierter, insgesamt ein bisschen einfach gehalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne da oben im Blog vorbeischauen und euch das neue Design mal angucken. Es sollte eigentlich live sein, wenn das Video online geht. Hoffentlich geht noch alles gut. Und wie gesagt, hier auf dem Kanal hat sich auch ein bisschen was getan. Einerseits habe ich den Kanalnamen umgeändert von einer Art Markennamen, wenn man so möchte, auf meinen tatsächlichen Namen, um einfach auch wirklich mehr auszudrücken, was dieser Kanal aktuell darstellt. Und zwar sind das Videos von mir, über mich, über meine Interessen und hoffentlich natürlich, wenn ihr abonniert habt, auch irgendwie eure Interessen. Ja, die Videos hier auf dem Kanal sind ein kunterbunter Mix aus allem Möglichen mit einem Fokus tatsächlich auf Technik und Video und YouTube, aber eben auch Vlogs. Und da es dann insgesamt wieder mehr mich als Person widerspiegelt, denke ich, passt es auch, wenn der Kanalname das Ganze dementsprechend repräsentiert. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer weiß eigentlich wirklich, wofür Boyster SE steht? Außer mir und nein. Ich sag nur so viel. Ich war nie wirklich kreativ mit Namen und dementsprechend steht das SE für Software Engineering. Ja gut, kann man mal machen. Und da ich auch auf Twitter meinen Namen verwende und auch sonst eigentlich im Internet wirklich keine Probleme habe, auch mit meinem Namen hinter den Dingen zu stehen, die ich so veröffentliche, warum dann nicht auch den Kanal dementsprechend anpassen? Passend dazu musste sich natürlich auch der Kanalbanner ein bisschen anpassen, sodass da entsprechend auch ein bisschen was Neues, ein bisschen was Frisches da ist und auch trotzdem noch der Bezug auf den Kanalnamen und die Themen hier auf dem Kanal mit vorhanden ist. Jetzt kommen wir dann aber mal zu dem Wichtigen für euch, und zwar wird sich hier irgendwas verändern an dem Kanal, am Inhalt des Kanals, und da kann ich euch beruhigen, nein, da wird sich eigentlich nichts weiter tun. Es wird weiterhin Videos über YouTube geben, vielleicht weniger über tatsächlich kleine News oder Design-Updates, weil sich das einfach viel zu schnell ändert und auch relativ ermüdend ist. Dazu wird es irgendwann nochmal ein Video geben, wo ich das ein bisschen genauer ausführe, aber ich versuche dafür interessantere Themen zu finden, wie beispielsweise der Vergleich von Abspielgeschwindigkeit und Wiedergabezeit und wie sich das miteinander verhält. Und da gibt es noch so das ein oder andere, was man sich hier auf YouTube durchaus mal anschauen könnte. Ansonsten wird es hier natürlich auch weiterhin Technikvideos geben zu Foto- und Videozubehör, aber auch andere Technikvideos, wie zum Beispiel Codename Zoe, warten auf euch. Und das hat letztendlich mit dem Stapel da hinten in der Ecke zu tun und wir schauen uns das Ganze nächste Woche mal genauer an, was wir da Schönes zusammenbasteln können. Aber auch Vlogs wird es weiterhin geben. Das kann einer sein hier am Tisch, wo ich irgendwas vorstelle, erzähle. Es kann einer sein, wo ich vorm Fenster stehe und da entsprechend kurz was erzähle. Oder auch, dass man irgendwo mal unterwegs ist. Man weiß ja nie, was einen so erwartet, und zumindest das Handy ist als Kamera eigentlich immer mit dabei, um Eindrücke einzufangen. So, genug erzählt. Ich brauche jetzt eine Tasse Kaffee, muss nur zwei Hausarbeiten fertig schreiben. Ihr könnt hier oben auf Abonnieren klicken, wenn ihr weitere Videos wie zum Beispiel Codename Zoe nicht verpassen wollt. Oder ihr klickt hier drüben noch auf den Button und kommt zu meinem Blog, wo ihr euch das neue Design anschauen könnt. Oder aber ihr klickt hier unten noch auf diese zwei weiteren Videos, auch die könnt ihr euch mal mit anschauen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.